Hi, hier ist euer Micha. Ja, heute habe ich mir gedacht, ich mache mal eine schöne Teewurst nach Grabowski-Art. Vielleicht habt ihr Lust und schaut mal einfach zu. Dann geht es los. Was brauche ich alles für meine Teewurst nach Grabowski-Art? Ja, ich fange mal mit dem Rindfleisch an. Das habe ich hier schon durchgelassen. Das seht ihr hier. Es sollte nicht ganz so viel Sehen haben und nicht besonders solche. Ich habe das schon mal durchgelassen, weil ich das Ganze natürlich miteinander verbinden möchte. Und dazu muss es eine vernünftige homogene Masse sein. Also das heißt, es muss sich gut einarbeiten lassen und schön feiner sein. Und das wird es dann, wenn ich das zweite Mal durchlasse, etwas weicher von der Konsistenz her. Ja, was brauche ich noch? Dann habe ich hier statt Schulter, habe ich jetzt dicke Rippe genommen. Schulter ist genauso okay. Ich nehme mal das, was im Angebot ist. Dann habe ich hier schön 700 Gramm Bauch. Das ist wieder 1 Kilogramm. Was brauche ich noch? Hier habe ich statt Rum habe ich jetzt Weinbrand genommen. Man nimmt normalerweise Rum. Ich möchte das natürlich mit Weinbrand auch mal ausprobieren. Außerdem, wie gesagt, Rum hatte ich nicht. Und dann habe ich hier meine einzelnen Gewürze. Und statt Zucker nehme ich Honig. Diese beiden Sachen mache ich nicht nach Milliliter, das mache ich nach Gramm. Was brauche ich noch? Ein paar Bändchen. Und natürlich meine Därme. Das ist Nardozellose, die kann ich auch gleichzeitig für Schinkenwurst nehmen. Die findet ihr auch auf meinem YouTube-Account. Die Gewürze und so weiter werden ja mit Sicherheit jetzt schon eingeblendet oder vorher schon. Und ansonsten findet ihr sie auch unter meinem Video unter Beschreibung. Okay, wie ich das Ganze jetzt mache, zeige ich euch jetzt. So, ich habe Fleisch, wie gesagt, Schweinefleisch und Rindfleisch jetzt zusammen in einer Schale. Jetzt mache ich natürlich hier noch meine Gewürze rüber. Dieses bisschen Weinbrand mache ich ja auch über, das soll gleich alles mit einwirken. Ich tue das auch Ganze hier nochmal so ein bisschen mit Fleisch, damit auch alles rauskommt. Und bei dem Honig jetzt genau das Gleiche. Der muss jetzt hier gut rüber verstreichen. Am besten, man nimmt es zum Schluss auf den Löffel und lässt es rüberlaufen. Das ist jetzt hier eine Schmiererei. Gefällt mir jetzt auch wieder nicht. Okay, kann ich nachher noch ein bisschen was zumachen. Nicht so schlimm. Damit das hier auch noch abkommt. Das wird dann schön nachher noch gut miteinander vermengt. So. Und jetzt natürlich durch den Wolf lassen. So wie es ist. Und das seht ihr jetzt. So, habe jetzt alles durch den Wolf gelassen und jetzt menge ich das Ganze natürlich. Stecker raus, Wolf zur Seite und lieber eine große Schale. Ist immer gut. Und jetzt schön gleichmäßig wieder mengen. So, nochmal kurz probieren und dann einfüllen. Geschmacksmäßig so, wie ich es haben wollte. Und dann geht's los. So, ich habe jetzt hier schon mal, wie ihr seht, was in den Wolf reingetan, damit es nach vorne läuft, zur Tülle hin. Jetzt ziehe ich den Darm auf, Zeigefinger und Daumen halten das so leicht fest und dann ist es wichtig, dass keine Luft reinkommt. Ich mache das Ding jetzt nicht an, weil das macht ja mal Krach. Ich zeige das immer so in kleinen Abschnitten, wie ich das eingefüllt habe. Es ist eigentlich immer wieder nur reinstecken und schön festhalten. So, und die andere mache ich jetzt genauso. So, 3 Stück habe ich rausgekriegt und was ich vergessen habe zu sagen, man sollte meistens Kunstdämme sollte man meistens mal wässern, damit sie elastischer werden. Mit lauwarmem Wasser. Meistens steht es auch auf den Därmen hier selber drauf. Da ist meistens eine Anweisung drauf. Eine Art
Betriebsanleitung für Därme, ob man sie wässern soll oder nicht und wie lange, sollte man da mal raufgucken. Ich mache es grundsätzlich, außer es gibt auch Därme, die müssen nicht gewässert werden, aber da gehe ich jetzt wieder zu tief. Hier ist noch kleine Lufteinstiche drin. Da muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht zu doll mache. So, Luft draußen. Okay, die hänge ich jetzt wieder ins Badezimmer für 24 Stunden. Und dann werde ich sie 3 Stunden räuchern. Und dann lasse ich sie wieder 24 Stunden hängen. Und dann kann ich sie verzehren. Aber den Rest seht ihr ja gleich wieder. Sie sind schon schön umgerötet. Raumtemperatur zwischen 16 und 19 Grad. So, meine Teewurst ist fertig. Ich hatte sie ja geräuchert und sie muss oder sollte in einem Raum sein, wo die Raumtemperatur zwischen 16 bis 19 Grad herrscht. Nicht zu kalt und nicht zu warm. Man muss sie auch nicht räuchern, einfach 48 Stunden lang hängen lassen. Ich lasse sie immer grundsätzlich immer etwas länger hängen als zu früh. Ich hatte schon eine angeschnitten, aber für euch mache ich das natürlich jetzt auch nochmal. Sieht super aus. Einfach klasse. Sie riecht auch top. Wie gesagt, wer das Raucharoma mag, kann es nehmen, ist aber kein Muss. Ist zwar nicht so fein, wie ich es, als wenn ich es mit dem Kutter machen würde, aber das ist okay. Ich habe es ja auch schon probiert, geschmacklich, einwandfrei. Ja, ich hoffe, meine kleine Doku hat euch mal wieder gefallen. Ich sage einfach mal ciao, euer Micha. Wiesel, Butze, ciao.